Die streile ich da nicht. Wie den größeren Border hier macht. Borderlands. So. Ich hänge jetzt hier ab. Was macht ihr jetzt mit dem Beiboot? Das wird mir jetzt. Der hat das Beiboot stehen lassen, kommt hier angetuckert. Okay. Das kommt dann im nächsten Update, wenn du ein 8-Mann-Schiff kriegst, dann kannst du auch 2 Beiboote rechts und links befestigen. Das wäre doch gut. Ja, das wäre toll. Okay. Wo müssen wir hin? Ja, jetzt genau an der Insel, einmal um die Insel rumherum, rechts 90 Grad. Dann fahren wir auf den Außenposten zu. Rechts von uns. Also, was ist das aus, dann? Aus der Position, wo wir jetzt sind, die Blickrichtung 90 Grad nach Steuerbord. Ist das links von uns da ein gesunkener Schnee? Nein, das ist rechts von uns. Nach Westen. Na, hoffen wir doch mal, dass sich dieser, dass jetzt nicht der richtig gute Hai kommt. Ist ja mir egal, oder? Und jetzt einfach kurz wegsnackt, weil wir so schön draußen rumhängen. Ach so, wie wir hier draußen hängen, können wir dem auf den Kopf kacken. Hat der deine Augen und dann kann er nicht mehr sehen. Hornhautentzündung, er stirbt und ist blind. Also der Essen die Kiste an Bord gestellt, oder was? Nö. Und ich hänge draußen rum. Ich hänge auf der anderen Seite. Ach so. Ich dachte Gewichtsverteilung. Aber wenn du so draußen hängst, nach vorne guckst, ist ein schönes Thumbnail. Ja. Generell kannst du ja gut umgucken, so. Ah, sehr gut. Bereitschaftstelefon ausmachen. In dem Augenblick klingelt's. Nein, nein. Die Kollegen sind schon seit einer Stunde auf Arbeit wieder, also von daher. Jetzt ist jetzt die Insel direkt voraus, oder was? Ja, das sieht gut aus. Auf dem Posten. Freunde. Römer Landsleute. Ich habe gerade irgendwas Schwatzen gehört, irgendwas Großes. Oh, hinter uns. Oh ja. Aber ich seh Haiflossen. Kommt sobald man den erwähnt, taucht er auf hier, ne? Und es hat jetzt eigentlich so gefehlt, dass plötzlich sind einer von uns beiden einfach weg. ein wunderschönes Tierchen. Er umkreist mich gerade. Ja, ich hänge noch draußen. Ich auch. Aber es ist auf meiner Seite. Ich kann auch bleiben. Ja, der haut jetzt eh ab, sobald man näher an den Golden Sails kommt. Anker! Zu spät. Anker! Auf jeden Fall brauchen wir jetzt kein Beiboot, ne? Zu spät. Hast du auch schon die Kiste abgestellt, dass du jetzt flicken kannst? Ja. Ich bin mal gespannt, ob der Rum das er überlebt hat. Ja, gibt halt nur die Hälfte oder den Drittel. Ja, das ist dann halt so. Lasst mich halt nicht fahren. Wird wohl besser sein. Was denn? Ist doch alles gut. Alles kaputt hier. Der Feuer ist schon kaputt. Alles kaputt, ja. Alles? Ja. Auch der Stoff? Der ganze Rum ist kaputt. Ach, der so. War vorher schon kaputt. Also das Wichtigste ist kaputt. Naja, so ist dann halt. Ach, jetzt ist er ganz kaputt. Okay. Warum lasst ihr mich auch fahren? Da seid ihr selber schuld. Ja, ich war zu langsam. Das ist meine Schuld. Ist er zu doof. So.
Fahrt jetzt mit dem Beiboot rüber, oder? Es ist Tobis Schuld, weil er sich nach drauf. Du wolltest ja nicht. Ich hatte keine Chance, du hast mich ja nicht gefragt. Rum. Schluck erstmal runter, du. Naja, ich werde keine Albträume haben, weil ich den Rum kaputt gemacht habe. Ja, auch nicht. Doch. Wer weint sie nachher wieder in den Schlaf? Der gute Rum. Das Elixier, das, was weiß ich. Ja, wie war das? Ist das egal, wo wir das jetzt verkaufen? Nein, nee, ich glaube zu einer bestimmten Person, die steht da drauf. Also, die Sachen, was einen Zettel haben. Alles andere können wir... Der Rum muss abgeliefert werden bei Sharon. Ah, Sharon. Ja. Wo ist Sharon? Mich herum. Die Scherben müssen abgeliefert werden zur Glasverwertung. Ich suche gerade immer noch den Schatz, Heini. Ja, wir haben auf der falschen Seite der Insel gestrandet. Ich wollte eigentlich in die Insel drum rumfahren. Achso. Ja, aber das war. Es redet ja keiner mit mir. Ja, ich war. Das ja, ja. Mein Fehler. Na, ja, ist so. Yay, Handelsbohnen 20. Du bist nicht Sharon. Seid ihr mit dem Beiboot hier rüber gekommen, oder? Du bist Wanda, du bist nicht Sharon. Nee, also ich pendel gerade zwischen Schiff und Strand. Ich hoffe nicht mit der Seide, weil die ist dann kaputt. Nein, die ganzen Schatzkisten. Okay. Die ich eigentlich alle aufs Beiboot laden wollte und dann rüberfahren. Was ist mit den Weinen in den Kisten? Die sind schon weg, glaube ich. Also ich habe eine habe ich schon weggebracht. Gütegrad 1, kostbare Tränen. Belohnung freigeschaltet. Yeah. Tina, welche ist denn Sharon um Himmels Willen? Goldsammler Level 24. Alter, es ist ein Weg hier. Ich laufe hier jedes Mal falsch. Sharon! Das ist die Tusel für die... Was gab denn da nur 50? Ja, die zertrümmerte Rumpflasche. Ach so. Kannst ja Schlangen sammeln, das bringt mehr. Oh, ich hab schon eine Schlange für 50 abgegeben. Sei doch froh, dass wir für das Altglas immer noch Geld kriegen. La 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 la. Es fehlt mir noch ein Mühe beim Handelsbund für 30. Vielleicht machen sie die kaputten Rumpflaschen ja auch. Oder die Seide, wenn sie nicht jemand ins Wasser wirft. Ja. Oder die Explosivfässer. Oder die Explosivfässer. Ja, dann oh, ja, die haben wir auch noch. Ja, dann gibt's nur noch die Schäde. Aber gerade die haben wir nicht. Doch, einen haben wir. Also, ja, wir haben Aufgaben noch für Schäde. Ja, aber schaffen wir heute nicht mehr. Da hat er recht. Ich habe zwar gerade keinen Plan, wie viel Uhr es ist, aber da hat sicher recht. 19 Uhr. 19 Uhr 4. Dann haben wir noch eine Stunde hier. Reicht vielleicht für einen Schädel, ne? Ja, brauchen aber ein Dutzend. Naja, musst du mal ein bisschen allein spielen hier. Habe ich ja schon. Musst du besser allein spielen. Oder musst du solche Karten hier finden, wie ich gerade eben. Oh, schon wieder eine. Mission Impossible. Mission? Kartenmischen? Ja. Kartenmission Impossible. Schießpulver!
Krabam. Oh, ich schieße mal ein bisschen auf Noob. Ah, ne, der hat kein Fass. So beim Verkaufen der Schießen. Ich glaube, wir haben nichts mehr an Bord, oder? Sprengfässer, oder? Ja, die habe ich hier alle. Ich habe alles im Beiboot jetzt. Okay. Ich weiß nicht, wo das Beiboot ist, deswegen. Am Schiff noch. Hinter dem Schiff. Und jetzt nicht mehr. Ah, jetzt kommen wir erst mit dem Schiff rum, oder was? Ah, da ist er. Ein grünes Skelett. Okay, alles klar. Soll ich direkt rüberfahren zu der anderen Insel? Kannst du auch, dann müssen wir nicht so weit rennen. Bin ich richtig? Ja, so ein bisschen. Ja. Komm, zieh schießen. Jetzt bin ich leer geschossen. Aber natürlich bist du das. Ich demonstriere so. Das. Guck. Nur kein Platz mehr. Egal. Ach, wenn man F drückt, hat man mehr, ne? Nee. Doch, natürlich. Ich krieg einen Vogel. Ich krieg einen Vogel. Du bist E und dann F, da hast du mehr. Ich glaube, ich muss nochmal umparken mit dem Bootchen, ne? Level 30, mach es. Oi, 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 wo gehen die Tücher ab? Bei Sharon. Wo ist die? Das ist die Segelfrau. Die Bootsmacherin. Oh, die steht auf dem Steg oder was? Oder? Beim Handelsbund. Ein zweiter beim Handelsbund. Da war Level 30. Yippie. Glückwunsch. Oh Gott, ist das weit weg. Alles klar. Ich bin da kein Noob. Ein Skelett, das tanzt, immer schön zu sehen. Was? Ja, ein Skelett, das tanzt. Für Geld. Für Geld? Nein, für Ruhm. An einer Stange. Achso, dann muss ich mir gleich mal meinen Johnny kaufen. Was? Ich versuch mal mit dem Bötchen auf die andere Seite zu kommen. Ich habe einen Grafikfehler mit zwei sind unter Wasser. Handelsstellvertreter. Alter, wie sieht denn das hier aus? Sieht gut aus. Bei mir bin ich unter dem Boot. Also mit. Der untere Bootsrumpf steckt uns beiden durch die Brust durch. Mhm. Und ich höre auch alles wie unter Wasser. Blub, 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 blub. Also ich höre Kanonen gerade. Nein, das ist Gewitter. Oder Gewitter. So, das sind halt Stoffkisten. Ja, Loki sitzt bei mir unterhalb vom Boot. So, ich glaube, ich bin gut. Mhm. Bong. Oh. War doch noch Stoff. Warum steht denn das Ding jetzt schon wieder so weit außen? Wer hat's denn jetzt hier reingeschoben? Ich nicht.
Wo ist Wendy? Nee, die andere. Ah, was? Müssen wir das an zwei Typen abgeben? Tatsache. Wir brauchen das. Mavis. Wie war der Stoff jetzt? Ja, ein Mavis, aber wer ist Mavis? Ah, hier die Kauffrau. Die Kauffrau aus der Hölle. Dann bringen sie mal das Bödle wieder zurück. Oh Gott. Oh, Loki ist bei mir unsichtbar. Hm, okay. Nee, du bist unterm Schiff. Was? Ja, sag ich ja die ganze Zeit, das stimmt bei mir schon die ganze Zeit so. Und wenn du jetzt rein sitzt während der Schiff, dann sitzt du auch unterm Schiff. Also macht er einen auf U-Boot. So ein bisschen impossible. Das ist gar keine Enter-Manöver. Wäre das nicht lustig, wenn wir vier Beiboote hätten und nur so übers Meer fahren würden? Also mit Seil zusammengestrickt, ne? Dass wir uns nicht verlieren unterwegs. Ja, die Erweiterung Robots und Crusoe, wo du nur mit so einem kleinen Floß durch die Gegend schwippst. Meine Genhaftigkeit. Oh. Okay, sind ja noch Drohnen. Was? Im Boot oder was? Nee, im Schiff. Loki. Die Krogtruhe muss noch eine. Oh. Wie kann man denn die Krogtruhe übersehen? Nein, da ist keine mehr gewesen. Nein, überhaupt nicht. Zwei. Zwei Krogtruhen? Nein, eine normale und ein Krogtruhen. Die Krogtruhen haben wir doch. Die Weintruhen. Nee, das sind die besoffenen, ja, okay. Wo steht denn die andere Truhe? Ja, links. Ich. Ah, okay. Also. Ich sehe jetzt keine mehr. Wie steht Loki denn an Bord, wenn er hier auftaucht? Ah, da kommt er. Guten Tag, Sir. Sie, die hier unter dem Boot sitzt. Heieieiei. Oh. Was denn? Die Krogtruhe abgeben ist schwieriger als man denkt. Ich hoffe, das Dreh ist an. Ja, er ist da. Ich sehe den nicht. Bist du gerade unter dem Boot verschwunden? Ich bin genau unten drunter, ja. Ich würde gern. Ich habe Boot angelegt. Ja. Okay. So, dann sollte man zum nächsten Totenschädel denken. Links da, links. Oh Gott, oh Gott. Kann ein Mensch nur so müde sein? Ich weiß, ihr hört es gerade eben so, es fängt es gerade an. Bekannt also von hier aus nach Osten wäre ein Vierer Totenkopf. Dann machen wir das nach Osten. Die Jungs kommen ja gleich hinterher. Die können ja die Meerjungfrau nehmen. Gewittert und auch. Deswegen will ich hier weg, weil es regnet schon. Nach Osten hat der Herr gesagt, nach Osten. Muss mal gucken, ob du dich da unten Wasser sammeln kannst. Also ein bisschen plätschert hier rum, ja. Anker hoch.
Anker geht nicht. Wieso, Anker ist schon oben. Sie hat einiges. Also offen in den Osten. Zu einer Vierer Mordkampagne. Ups, Osten ist da. Na, ich muss irgendwie um den Felsen herum. Hast du das? Ich weiß nicht. Mal sehen, ob das funktioniert. Gut aus bis jetzt. Ich soll in den Osten. Hoch, da ist doch gar kein Felsen. Ich hab wohl das Gewitter als irgendwie gerade als Felsen angesehen. Doch, hier ist ein Felsen, aber der ist schon. Sind wir schon vorbei. East Coast! Denkt immer daran. Boah, ich muss heftig gehen. Einmal, wir haben Leck. Ja, ich bin. Ich glaube, der Blitz hat uns gerade erwischt. What a stormy sea! Ja, wir sind gerade voll drin. Weil Osten. Ich hab da. Ist gerade was gebrochen? Ja, ja. Ja, die Planken springen wieder ab, oder? Ja. Sehr gute Idee. Was einmal im Schiff ausleeren. Wir sollten vielleicht die Richtung ein bisschen wechseln, oder? Das hieß Osten. Naja, aber da ist der Sturm, ich sehe ja nichts. Ja, da hinten wird schon wieder hell. Aber wir sind ja gerade gegen den Wind, das heißt, ich komme halt nicht so schnell voran. Und also ein bisschen nach Osten korrigieren. Der Kompass dreht sich die ganze Zeit nicht. Dann dreh trotzdem ein bisschen weiter nach Steuerbord. Und man sollte vielleicht mal die. Die? Nö, ich glaube, die Segel bringt auch nichts. Nee, bringt auch nichts. Aber wir kommen raus aus dem Sturm jetzt. Oh, der Blitz hat mich gerade voll erwischt. Ja, dein Platz ist noch. Oh, Alter, das hat weh. Oh, wir haben einen ganz falschen Kurs, 90 Grad rechts, Steuerbord. Ja, wie gesagt, der Blitz hat. Nein, da ist er nicht mehr. Wie gesagt, der Blitz hat mich gerade erwischt und dann hat es mich weggehauen und dann hat es das Ruder komplett rumgedreht. Weil ich konnte nicht mehr, ich muss ja ganz dagegen steuern. So, jetzt fahre ich in den Osten. In den Nahen Osten. Wie gesagt, der Sturm war so gut vorbei, aber der letzte Blitz war halt noch ein bisschen böse hier bei mir. Okay, Südosten jetzt, dann fahren wir zu Twin Groves. So langsam wie wir sind, fahren wir nirgendwo hin.